Es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Veteran Pacific Reaktor bei Seattle. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren Sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität. Sicherheit. Die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Tja, da waren wieder die Mikroruckler. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Advanced Warfare, der Kampagne. Ist jetzt 4 Jahre nach der Kernschmelze. Und ja, jetzt waren die Mikroruckler wieder da. Ich weiß nicht warum. Das ist das einzige Spiel, das solche Probleme macht, aber okay. Das ist wirklich immer nur in den Cutscenes am Anfang, komischerweise. Nachwirkungen. Detroit, Michigan, USA. 5. August 2059. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. In Lagern wie diesen. Ach nee, halt. Falscher Text. Okay. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an die Tür. Das ist brillant. Das sieht echt beängstigend aus. Hier scheint auch nirgends Strom zu sein um den Häusern drumrum, ne? Alles diese Warnmeldungen von Atlas selbst aufgestellt. Und diese Scheinwerfer, dieses Flutlicht. Ah, die Häuser drumherum sind dunkel. So ruhig hier. Benutzen. Ich würde ja schneller laufen, wenn es gehen würde, aber es geht nicht. Moment, Captain. Was denn? Scanner auf Isotope. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen.
Viel Glück, sagt er. Torres, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Die Bikes? Dürfen wir jetzt etwa fahren? Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Oh. Okay. Also nicht. Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende. Pierre, der typische französische Name. Oh, welch Klischee. Goliath. Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Okay, alles in Ordnung. Das hat echt schon was von Endzeit. Prophet, Bravo 2-1, passiert Linie Delta. Wachsam bleiben. Die Stars und Stripes haben auch schon mal besser ausgesehen. So viel hat sich nicht geändert. Motor City. Sammelpunkt direkt vor uns, 12 Uhr. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite, ihr zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Treffpunkt Bates Street. Aktivität dann wollen wir noch mal. 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Dann ab in dieses Krankenhaus, würde ich sagen. Dann holen wir den guten Pierre mal raus. Räum Fahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Okay, ich bin leise. Upsi, ich war's nicht. War was? Tüdelü. Scheiße. Wow. Böse Lampe. Okay. Da ist wohl niemand. Das ist wohl der Chemie- oder Physik-Klassenraum. Scheiße. Oder Bio. Ja, Bio. Wir sind Leichen. Sieht wie ein Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Mal eben über die Leichen gestapft. Wieso denn ich? Die Tür, Mitchell. Alles klar, öffnen. Niemand, okay. Das wusste ich. Mach halt noch mehr Krach. Hier lang.
Na, wohin denn sonst? Geht doch sonst nirgends hin. Boah, das macht mich wahnsinnig. Was ist das hier? Call of Duty oder Survival Horror? Oh Mann, wie alles Krach macht hier. Oh oh. Einfach weiter. Ich ahne Böse. Ich ahne Übles vor allem. Büses. Oh nein! Scheiße! Na toll. Mist. Versuch die südliche Seite zu erreichen. Treffen uns dort. Warte mal, ich habe keine Waffe. Hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Oh Mann. Was denn? Wo? Alter. Will er mich verarschen? Okay, wir kriechen, glaube ich. Oh. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. So, machen wir das nochmal. Jetzt dürfte er mir vorbei sein. Da ist er. Oder? Nee, das ist eine Lampe von oben. Oh. Aber interessant, ja. Nette Abwechslung, würde ich mal sagen. Oh, da ist wieder einer. Komm schon, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ja, genau. Guter Junge. Oh. Wo geht er hin? Geh nach rechts, Junge. Guter Junge. Guter Junge. Und hoch. Okay. Puh. Nö! Da ist schon der Nächste. Was kommt denn da angerannt? Lauf durch! Wo ist der? Da kommen wir wohl nicht drüber, hä? Ach, die sind weitergelaufen. Das ist sehr nett. Oh oh. Irgendwelche Drohnen oder so. Okay, wir sind drüber. Was bist du? Also ich hätte ganz gern meine Waffe wieder. Ah! Scheiße. Los. Aua. So. Und. Ja, komm zu dir.
zu ihm. Ich war's nicht. Immerhin haben wir eine Waffe wieder. Unten an der Feuertreppe. Hier Spezialeinsatz oder was? Nicht schlecht. Doch, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wo ist hier unten? Hier drüben. Ach da. Dachte, du wärst aufgeflogen. Patrouille voraus. Wir müssen uns beeilen. Bereite dich vor, sie anzugreifen. Ich sehe sie nicht mal. Angriff. Oh da. Es kommen mehr. Los jetzt. Dann lauf. Hunde, auch noch. Wieso greift er mich an? Wo ist Gideon denn hin? Alter, ich hab den schon wieder verloren, das gibt's doch gar nicht. Da ist einer. Wo ist Gideon denn hin? Sag mal, will der mich verarschen? Boah. Was soll denn das, Mann? Wo ist er? Da? Ne, da komme ich gar nicht drüber. Scheiße. Gut, dann schießen wir so schnell runter. Ich hoffe, dass da nicht Nachschub kommt. So viel dazu. Da. Hab ihn. Und den auch. Da ist Gideon. Meine Güte, mach halt mal was. Hockt er da in seiner Deckung und tut einfach mal nichts. Der ist mir eine Hilfe, ey. Wow, er hat es geschafft, einen Hund zu töten. Einen. Da. Oh. Kommt der denn da hin? Ist wohl die ganze Zeit da schon, oder? Da ist auch einer. Hier, guck mal. Ha, Camper. Okay, weiter, los. Sind am Treffpunkt in der Bait Street. Die KVA ist überall. Feuerfreigabe. Sind fast da. Los, los. Oh. Da hockt einer. Noch einer. Okay, die kriegen wir ganz gut weg. Da rennen schon die nächsten. Scheiße, da treffen wir nicht durch. Oh. Der hockt da seelenruhig nebendran. Wo ist denn der jetzt hin? Da hinten war da noch einer. Los, los, los. Dem habe ich voll in die Eier geschossen. Wuhu. Oh, scheiße, Granate. So, wo ist er? Da ist er. Hab dich. Oh. Erstmal in Deckung, bevor wir hier an Overdrive denken oder so. So, Regeneration ist eingesetzt. Dann wollen wir nochmal. Noch einer. Ja, der hier. Und der hier. Alles klar. Der Großteil dürfte weg sein. Da hinten hockt noch einer. Da fliegt eine Granate. Warte mal, das kann ich auch. Ha! Versager. Ah, Munition ist gleich leer. Upsi. Ja. Wär jetzt mal was. Ah, okay, ich kann die BAL behalten. Dann nehmen wir halt die AK noch dazu. So. Da sind sie. Bewegung.
Weg! Scheiße! Jedes Mal, wenn ich es versuche, gehe ich drauf dabei. Nee, oder? Den ganzen Scheiß nochmal? Was ist das für ein dummer Speicherpunkt, ey? So, dann nehmen wir gleich mal die AK. Und sparen uns die Munition bei der anderen ein bisschen. Auch wenn das ACOG-Visier jetzt nicht so toll ist. Das COG-Visier. Oh, scheiße. Gerade so. Wo ist denn da noch einer? Sag doch mal. Ah, ich kann ihn aber sehen. Wow. Alter, nicht im Ernst. Ah! Neuer Plan, wir nehmen den Overdrive gleich. Also, sofern ich hier noch wegkomme. Ja, ich komme weg. So, Overdrive. Und weg mit euch, ihr Vögel. Overdrive aus. Und erstmal in Deckung. Oh je. Jetzt wollte ich die zurückwerfen, das ging irgendwie nicht. Jetzt habe ich meine eigene geworfen. Naja, egal, Hauptsache tot. So, Overdrive läuft. Alter, das gibt's doch nicht. Im Overdrive gestorben. Ah, Mann. Warum bin ich denn gerade so schlecht? Also, noch schlechter als sonst. Was ist denn das hier? MK4. Das sieht auch nett aus. Ah, von hier kann ich auch. Wow. Interessante Waffe. Damit haben sie wohl nicht gerechnet, hä? So, aber jetzt nehmen wir die AK wieder. Ja. Einmal durchladen. Overdrive läuft. Ja toll, jetzt sind die alle noch gar nicht da. Da läuft einer. Nee, jetzt ist zu spät. Deckung und jetzt werfen wir eine Granate. Oder auch nicht. So, jetzt. Und Deckung. So, das Ding hat gesessen. Oh je. Einfach durchziehen. So, war's das jetzt endlich mal. Meine Güte. ARX, die hatte ich glaube ich auch schon mal im Multiplayer. Bin mir nicht mal 100% sicher. Was? Zielverbesserer? Was ist denn das? Okay. Versuchen wir doch das mal. Die schießen halt. Oh, da erkennt man dann den Gegner irgendwie. Einfach ein bisschen vorsichtiger vorgehen, dann wird das schon. Haben biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg. Los jetzt. Die Straße bietet keine Deckung, Boss. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Echt jetzt? Krankenhaus noch 100 Meter entfernt. Los! Oh! Wenn ich das Ding schiebe, dann schießen die auf mich.
Das ist totaler Scheiß. Wenn mein tolles Team mal ein bisschen besser schießen würde, wäre das auch leichter. Boah. Ein Schuss, fast tot. Ich kassiere hier schon wieder ordentlich. Boah. Weiter. Bisschen noch. Jawohl, jetzt geht's. Sieht doch gut aus. Okay, Deckung. Kaum sage ich's. Der hat gesessen. Boah! Alter, jetzt renne ich weg wegen der Granate. Hab dann Schiss, dass ich abgeschossen werde und flieg wieder in die Granate rein. Alter, das ist doch zum Kotzen. Darf doch nie wahr sein. Schieb verdammt und schieß. Weiter. Oh nee. Komm schon. Oh, von wo denn schon wieder? Weiterschieben. Ja, jetzt. Immer weiter. Ja. Okay, ach, auf einmal kommen keine mehr nach. Das ist ja sehr nett. Habt euch geschickt ausgedacht, ihr Vögel. So, was liegt hier? Ja, das ARCOG-Visier ist scheiße. Erster Stock, nördliche Seite. Wir brauchen ihn lebend. Nehmen wir mal wieder die BAL. Gefällt mir eh besser. Aber meine Lieblingswaffe ist immer noch die HBRA-3. Blendgranate! Ah, nein! Fick dich einfach. Warte nur, das kann ich auch. Blendgranate! So. Wieso sieht er mich? Los jetzt, Deckung! Boah. Schießen die auch mal, das ist ja schlimm. Ach, Sanitäter, halt's Maul, so. Da ist dein Sanitäter. Ja, ich dich aber schon. Okay, wir wechseln wieder, weil Munition bald alle. Hybridvisier, das ist mir, glaube ich, lieber. So, machen wir auf normal. Da! Sanitäter! Ja, Sanitäter, da hast du dein Sani. Alle tot? Wenn ihr alle tot seid, sagt einfach nichts. Okay. Los. Die Tür auf. Auf geht's. Ha! Staubauschen und töten. Jawohl, wir haben ihn. Mitchell, schnapp ihn dir. Pack ihn, den Doktor. Na, kürzlich Hades gesehen? Ha! Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Du als Erstes. Einpacken und mitnehmen.
Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir. Entkommen Sie mit dem Doktor. Na also, es geht doch. Und jetzt haben wir auch wieder volle Muni, wie es aussieht. Nee, stimmt gar nicht. Das war die andere Waffe. Los, los, los. Uah. Irgendwelche Schwebebahnen, die hier kommen. Nein! Was ist denn jetzt wieder? Oh, nee. Oh, gut, gut. Hä, von hier? Wer ist das denn? Wer seid ihr denn? Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Wir haben wohl keine Wahl. Geheim also, ja? Verdammt, wer sind die denn? Keine Ahnung. Auf die Bikes. Los! Und weg hier. Auf, auf, auf. Los, los, los! Echt jetzt? Endlich darf ich fahren und ich fahre gleich schon wieder irgendwelche Scheiße zusammen, glaube ich. Schießen geht wohl nicht, hä? Lenken mit der Maus, wie ungewöhnlich ist das denn? Wow! Ah. Ja, jetzt habe ich, was ich wollte. Ich wollte fahren. Top Idee. Aber das Lenken mit der Maus, das ist irgendwie total ungewöhnlich. Aua! Wow, auch noch. Hey. Was war das denn jetzt? Sind die hängen geblieben? Aua, aua. Scheiße. Ah. Das war ein Griff ins Klo. Jetzt bitte nicht nochmal die ganze Strecke. Nee, zum Glück nicht. Wo ist denn er hin? Ach, darüber. Ah. Na also, war doch ganz leicht. Autsch! Prophet, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Geht ihr ein Ende. Geht ihr ein Ende, ja? Sie haben Dr. Pierre Danois gefangen genommen. Die rechte Hand von Hades. Er wird zum Verhör hergebracht. So, jetzt werden wir noch hier einmal kurz Punkte verteilen. Primärgranate, Widerstand, was ist das? Explosionsschaden reduziert, nehme ich. Und damit würde ich sagen, Schrinksende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Leute.